Ne, die ist ja noch. Muss da einmal auf Null gestellt werden, die Uhr bitte. So, jetzt. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Transparenz stärkt die Demokratie und das Vertrauen in die Politik. Dieser Ausspruch kommt nicht von den Grünen, nicht von der FDP, nicht von mir, sondern vom Kollegen Koblin. Und das ist auch kein Zitat aus stürmischen Oppositionszeiten, sondern ein sehr aktuelles Zitat aus der Zeit in der Regierungsverantwortung vom 1. Februar 2022, so nachzulesen in der Schweriner Volkszeitung. Sodass ich erstmal feststelle, dass es hier im Plenum von ganz links bis ganz rechts, abgesehen von der SPD, eine klare Mehrheit gibt hier für öffentliche Ausschusssitzungen. Und Herr Kollege da Cunha, ich weiß gar nicht, Herr da Cunha, wovor haben Sie eigentlich Angst? Sie haben hier schön, wie Sie das so oft machen, rumgedribbelt, haben irgendwelche Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes aus dem Deutschen Bundestag zitiert, ohne dabei ein eigenes Argument mal zu bringen, was eigentlich aus Ihrer Sicht dagegen spricht, sodass natürlich der Verdacht kommt, dass Sie eigentlich gar kein Interesse daran haben, hier mal Ihre Handeln, Ihr Agieren in den Ausschüssen auch öffentlich zu dokumentieren. Weil dann würden die Menschen draußen ja ganz deutlich sehen, Herr Warlehn, kommen Sie mal in einen Ausschuss, setzen Sie sich da rein. Wenn wir es aus meinem Ausschuss, aus dem Rechtsausschuss mal anschauen, letzte Haushaltsberatung, wird ja nicht mal mehr das Wort ergriffen, um mal irgendeinen Antrag der Opposition mal zu entgegnen. Ich habe es ja nun auch erlebt als langjähriger Abgeordneter in der Regierungsverantwortung. Da hat man sich wenigstens mal die Mühe gemacht, auch mal auf die Argumente der Opposition einzugehen. Das machen Sie als SPD ja gar nicht mehr. Die Linken machen es etwas anders. Aber Sie als SPD sind da mittlerweile so träge, dass Sie wahrscheinlich Sorge haben, dass das auch noch draußen dann jemand mitbekommt, wenn die Ausschusssitzungen öffentlich sind. Und Herr Kollege da Cunha, Sie zitieren hier den Deutschen Bundestag und das Gutachten dort und sprechen von Kompromissmöglichkeiten zwischen Regierung und Opposition. Dann nennen Sie mir doch mal ein einziges Beispiel, wo in den Ausschüssen jetzt hier Kompromisse geschmiedet wurden zwischen der Opposition hier und den Regierungsfraktionen, wo unsere Anträge angenommen wurden, wo hier gemeinschaftlich mal nach vorne ging, wo auch vielleicht mal unsere Anträge beraten wurden. Das Gegenteil ist auch der Fall. Sie am laufenden Band werden hier irgendwelche Anträge abgelehnt, sei es sachlicher Natur, sei es auf Expertengespräche, zuletzt im Innenausschuss. Also tun Sie doch nicht so, als wenn jetzt in nicht öffentlicher Sitzung es da so gut und kollegial miteinander vorangeht, wie uns alle unterhaken und im Interesse des Landes da Kompromisse schmieden. Das passiert doch nicht. Das ist doch wirklich an der Lebensrealität vorbei. Und dann diese Frage, ja, wie oft haben Sie denn Anträge auf öffentliche Ausschusssitzungen gestellt? Also Herr da Cunha, das können wir gerne, dieses Spiel können wir gerne spielen, können wir gerne ab der nächsten Ausschusssitzungswoche für jede Sitzung stellen. Wir wissen doch, dass Rot-Rotes ablehnen wird, meine Damen und Herren. Nun tun Sie doch nicht so, als wenn jetzt hier Sie uns dann dabei unterstützen würden, die Ausschusssitzung öffentlich zu machen. Und von daher, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wovor Sie Angst haben. Erinnere mich so ein bisschen daran, als wir in Schwerin seinerzeit, Landeshauptstadt, die Hauptausschusssitzung mal öffentlich gemacht haben. Da war ein großes Theater. Die Verwaltung hat gesagt, das geht alles so gar nicht und das passiert, wird alles ganz schlimm. Ja, natürlich, wenn da ein Lokaljournalist sitzt, dann dauern die Sitzungen mal 10 Minuten länger, weil der eine oder andere dann noch mal eine Rede hält, die er sonst in der Stadtvertretung halten würde. Das wird wahrscheinlich auch in der einen oder anderen Ausschusssitzung passieren. Dazu, glaube ich, sind wir alle lang genug im Geschäft. Aber ich sage mal so, 90% der Ausschusssitzungen sind ja auch wahrscheinlich nicht so spektakulär, dass man jedes Mal daraus irgendwo einen riesen Nordmagazin-Beitrag macht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Von daher noch mal die Frage, wovor haben Sie eigentlich Angst? Können Sie doch Ihr gutes Regierungshandeln, was Sie hier abfeiern in jeder Sitzung, stellen Sie doch in den Ausschüssen dar. Da können die Minister ihre Jubelmeldungen dort verkünden, was sie für tolle Sachen fürs Land leisten, was ihre Ministerien. Das machen Sie es doch einfach transparent, machen Sie es öffentlich. Das tut doch gar nicht weh an der Stelle. Und von daher sind wir dabei, wenn es darum geht, hier mehr Transparenz zu schaffen. Ich glaube, 10 von 16 Bundesländern machen es. Und deswegen, wir reden heute über die Landesverfassung und das ist ja auch ein hohes Gut. Und das ist ja nichts, was man jetzt im Wochenrhythmus ändert. Und auch als konservative Fraktion stellt man sich die Frage, ist das gut, ist das richtig, gibt es hier Dinge, die zu ändern sind. Und von daher, wenn 10 von 16 Ländern es machen, wir haben nun auch eine andere Situation als 1990, als es beschlossen wurde. Und von daher lassen Sie uns gemeinsam den Weg gehen. Ich glaube, dass die Ausnahme zur Regel wird, ist vernünftig.
dass der, das haben die Kollegen von der FDP nochmal darauf hingewiesen, dass der Petitionsausschuss, ich glaube, das ist auch wichtig, grundsätzlich nicht öffentlich tagen sollte, um die Petenten dort zu schützen, ist, glaube ich, auch gut und richtig. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher bei den Formulierungen der Grünen, die haben es ja aus der Verfassung jetzt ganz rausgestrichen, wollen es in die Geschäftsordnung erpacken, ob das alles sozusagen so hinhaut. Das kann man aber dann in den Ausschussberatungen auch gerne nochmal miteinander klären. Und wie gesagt, es gibt die Möglichkeiten, ja natürlich, wenn es um eingestufte Geschichten geht, das ist doch alles völlig klar. Darüber reden wir heute ja auch gar nicht. Das wird es weiterhin geben, das muss es weiterhin geben. Aber, meine Damen und Herren, lassen Sie uns hier gemeinsam auch mit der Zeit gehen, im Interesse der Worte, die der Kollege Koblin gesagt hat. Deswegen bin ich sehr gespannt, was denn der gute Austausch, die guten Gespräche in der Koalition hier gegeben haben. Wahrscheinlich wieder, so wie bei anderen Themen auch, die SPD setzt sich durch und die Linken starten mal wieder als Tiger, landen heute hier geschmeidig als Bettvorleger. Ich bin sehr gespannt auf die Erklärung gleich der Linken. Wir stimmen der Überweisung auf jeden Fall gerne zu. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Für die Fraktion der Die Linke.